Hallo, dies ist das erste Erklärvideo für den Trickfilmführerschein des Trickfilmclubs Grenzach-Wielen. Ich erkläre euch, was ihr in unserer Trickfilmwerkstatt findet, wie ihr sie benutzen könnt und welche Sicherheitsmaßnahmen ihr beachten müsst. Betreten wir die Trickfilmwerkstatt, fällt auf, dass es hier ganz schön dunkel ist. Kein Zufall, das hat etwas mit der Beleuchtung bei Stop-Motion-Filmen zu tun. Machen wir einfach mal das Licht an. Zunächst schauen wir uns die Trickbox an. Ihr seht, sie hat Schrauben und Scharniere. Man kann sie also ganz schmal zusammenlegen und transportieren. Neben der Trickbox findet ihr das Notebook, auf dem die Software für die Film- und Bildbearbeitung installiert ist. Darin angeschlossen ist eine Webcam. In der Ecke findet ihr den Schrank mit dem Material für die Kulissen und die Figuren. Auf der Trickbox liegen rote Klemmen bereit, mit denen ihr die losen Teile der Box befestigen müsst. Das wiederhole ich jetzt nochmal, denn das ist sehr wichtig, mit denen ihr die unbefestigten Teile der Trickbox befestigen müsst. Das hat zunächst Sicherheitsgründe. Wenn ihr aus Versehen gegen die Box semmelt, dann könnten Teile herunterstürzen und euch verletzen. Sie könnten aber auch Material zerstören, zum Beispiel das Notebook zerdeppern, und dann wäre der Spaß vorbei. Befestigt werden Lampen, mit denen ihr die Kulisse beleuchtet. Befestigt wird auch der Holzaufbau, an dem ihr Lampen oder Kameras positionieren könnt. Und weil die Lampen, Kameras und Computer Kabel haben, gilt neben der Trickbox ein ganz wichtiger Grundsatz. Keine Kabel dort, wo ihr laufen oder stehen könnt. Das bedeutet, an drei Seiten des Fußbodens will ich keine Kabel sehen. Gar keine. Kabel verlaufen über oder unter dem Tisch oder an der Fensterseite. Außerdem werden auch die Kabel mit Malerkrepp befestigt. Unter dem Kabel seht ihr übrigens unseren Kasten mit Legosteinen für Brickfilme. Den könnt ihr natürlich benutzen. Und damit sind wir schon beim Material. Schauen wir uns einmal an, was es im und am Materialschrank Nützliches gibt. Neben dem Materialschrank findet ihr verschiedene Pappen und Kartons für den Kulissenbau. Im obersten Regal gibt es Lego-Kulissen, Lego-Figuren und Knete. Im Regal darunter stehen, hoho, Bücher. Das ist unsere Trickfilmbibliothek mit vielen Tricks für das Filmen, den Kulissenbau oder den Aufbau einer Geschichte und das Zeichnen von Figuren. Einige dieser Bücher könnt ihr ausleihen, andere bleiben zum Nachschlagen im Regal. Ihr findet alle Bücher auch in unserem Online-Katalog verzeichnet, wenn ihr das Suchwort Trickfilmclub eingebt. Die Plastikboxen enthalten ausleihbare Stickbots mit beweglichen Gliedmaßen. Einen dieser Stickbots kennt ihr schon aus unserem Startknopffilm. Damit könnt ihr zu Hause eure eigenen Trickfilmexperimente machen. Im Hintergrund seht ihr eine Mini-Bühne für Greenscreen-Effekte. Diesem Thema, das heißt der Bildmontage, widmen wir uns im nächsten Erklärvideo. Unser kleiner Homunculus im pinken Glas ist nicht entleihbar. Er steht euch für Filme in unserer Trickfilmwerkstatt zur Verfügung. Auch bei den Kulissen holt uns das Thema Befestigen wieder ein. Eine wackelige Kulisse, die leicht verrutscht, kann das Filmprojekt in einem sehr ungünstigen Moment ruinieren. Da sind Wutanfälle vorprogrammiert, aber holla. Deshalb gilt auch hier der Grundsatz, was sich im Film bewegen soll, muss in der Kulisse befestigt werden. Ihr glaubt es vielleicht noch nicht, aber Schere und Bleistift werden unsere wichtigsten Arbeitsinstrumente sein. Auch die Wäscheklammern an dem Pappbecher dienen natürlich der Befestigung von Kulissen und Figuren. Damit die Figuren etwas sehen können, brauchen sie Augen. Die schauen euch an, wenn ihr in den Pappbecher hineinschaut. Rechts neben dem Pappbecher sind die Hintergründe für Kulissen. Das wird Grenzach-Wielens allerneueste Mitte. Und nun zu dem ultimativen Profi-Werkzeug für Stop-Motion-Filme, dem Rig Arm. Dabei handelt es sich um eine Vorrichtung, die aus einem stabilen Standfuß und Metallgliedern besteht, die durch Kugelgelenke miteinander verbunden sind. Am Ende der Metallglieder kann man eine Figur befestigen,
dank der Kugelgelenke in jeder nur denkbaren Position. Man kann die Figur laufen lassen oder fliegen, egal. Auch hier gilt wieder das wichtige Prinzip: unbeweglich machen, um im Film bewegen zu können. Das war der erste von drei Teilen zum Thema Trickfilmführerschein Klasse 1. Teil 2 und 3 sind schon fast fertig und lassen hoffentlich nicht so lange auf sich warten. Schauen wir mal. Bis bald.